kann das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Vom Ariad. Lea weiß nun, wohin unsere Reise führt. Asmodans Armeen werden aus den Tiefen des Ariad-Kraters emporströmen. Damit werden die Streitkräfte der Bastion die volle Wucht des Angriffs zu spüren bekommen. Ich muss dafür sorgen, dass sie ihn abwehren. So, da kann man nur sagen, wenn Blizzard 1 drauf hat, dann diese Videosequenzen. Das Spiel ist von 2012, ich finde es immer noch saustark. Hallihallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Overfill Plays. Ich habe jetzt gerade echt mit tierischen Problemen gekämpft. Ich hoffe, ja, soweit ist jetzt erstmal wieder alles in Ordnung. Treiber-Updates, die mir die Soundkarte zerballert haben und was weiß ich was nicht alles. Also, ich bin heilfroh, dass jetzt zumindest einigermaßen wieder alles läuft und ich, ja, wünsche uns allen viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ich krieg's hin. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Und wenn die Bastion... Das werde ich nicht zulassen. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht. Ihr werdet ja nicht enttäuschen, das weiß ich. Der schwarze Seelenstein wird wärmer, er begehrt auf. Er widersetzt sich, sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen.
Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lasst den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. Flieht, solange ihr noch könnt. So, dann gucken wir mal. Also ich merke es leider immer noch. Internetverbindung. Ich kämpfe echt schon eine ganze Weile, wer die letzten Videos gesehen hat. Die Ruckler kommt definitiv nicht von meinem Rechner. Das ist wirklich ein Problem mit der Verbindung. Deswegen muss ich jetzt auch echt gucken, wie ich es mache mit Multiplayer-Spielen. Wir haben das Notfeuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Begebt euch zurück in die Bastion. Nein, ich muss dabei helfen, diese Mauern zu halten. Okay, damit dauert es jetzt ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Also ich bin mit meiner Skillung, kann man ja schon fast sagen, eigentlich noch nicht so ganz zufrieden. Aber es liegt mehr oder minder am Equipment. Ich habe einfach noch nichts. Also nicht wirklich. Ich glaube, das meiste, was ich habe, ist irgendwo rumgelegen, mehr oder minder gefunden. Der Schaden ist schon ganz ordentlich, wenn mal Leichen da sind. So, guck mal, haben wir. Ah, schon wieder. Also es springt hier noch alles ein bisschen und. Das Schlimme ist, ich habe zeitweise echt Aussetzer, die naja, alles andere als lustig sind. Das wird nichts. Na. Ja, ich muss mal gucken. Also ich habe jetzt auch schon bei meinem tollen Internetanbieter angerufen. Und das Problem, dass die Aussetzer kommen und gehen, die sind jetzt echt heftig. So. Das ist unmöglich. So. Nein. So, tschüss. Ja. Das Schlimme ist, scheint mein kompletter Anschluss irgendwie betroffen zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bin froh, dass ich dann wenigstens noch so spielen kann. Aber ich merke es dann auch, wenn ich mal... deswegen, sorry, wenn jetzt gerade keine PUBG-Videos kommen. Aber Players Unknown kann ich im Moment mit dem Ping so gar nicht spielen. Jetzt hängt schon wieder alles. Und ihr werdet es wahrscheinlich in der Aufnahme auch sehen. Das Problem ist, ich kann nur das aufnehmen, was ich selber sehe. So leid es mir tut. Das ist unmöglich. Zwischendurch habe ich leider diese Hänger. Ich kann tagsüber im Prinzip gar nicht spielen. Wenn überhaupt, dann nur noch nachts. Und das Problem ist, desto mehr Leute mit mir zusammen in dem Spiel drin sind, desto schlechter wird es. Also für alle. Deswegen, ja, ist im Moment gerade etwas kritisch. Bei PUBG geht's gar nicht mit 100 Leuten auf einer Insel. Da, keine Ahnung, also ich, wahrscheinlich mehr Disconnects als Spielzeit. Ist ganz extrem.
Bin froh, dass Diablo wenigstens noch ein bisschen funktioniert, auch wenn die Aussätze manchmal da sind. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Bei HOTS habe ich manchmal Glück, dass es geht. Manchmal fliege ich im Prinzip nach dem Ladebildschirm raus. Ist alles ein bisschen ärgerlich. Und das Schlimme ist, in einer Woche, nee, eine Woche nachdem das Problem aufgetreten ist, hatte Techniker frühestens Zeit vorbeizukommen. Wahnsinn. Und es ist natürlich keine allgemeine Störung, das finde ich das Allerbeste. Es würde an meinem Anschluss liegen. Ich muss mich noch gedulden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber... Das ist unmöglich. Vielleicht ist das Wetter draußen zu warm und zu trocken gewesen. Das ist natürlich ganz schädlich für Kupferleitungen. Das kann ich nicht tun. Ich weiß es nicht, woher das kommt, wer auf die Idee kam, aber na gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn dann wirklich der Internetanbieter das geregelt bekommt, an was es lag. Aktuell habe ich noch keinen blassen Schimmer und es klingt für mich einfach nur unlogisch. Aber ich kann jetzt leider selber nur abwarten. Es ist echt traurig. Zwischendurch hat das Telefon noch nicht mehr funktioniert. Fernsehen, gut, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ist schön, wenn es geht. So, komm. Das kann ich nicht tun. So. Es ist eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Ja, ja, schwitz nicht zu viel. Kämpf lieber. So. Das wird nichts. Ach Gott, wie albern. Für die, die sich wundern, oder für die, die sich jetzt gerade das erste Mal auf meinem Kanal rumtummeln, soll ja vorkommen. So. Das ist eigentlich mehr oder minder der stinknormale Story Mode. Sonst bin ich da eher selten unterwegs. Muss ich zugeben. Aber ich würde das mal was anderes. Ist jetzt nicht der wesentliche Unterschied, dass man sagt, oh, ganz anderes Spiel. Das wäre Blödsinn. Aber es ist zumindest mal was anderes, wie die ganze Zeit Abenteuermodus und Portal und hast nicht gesehen. Und, ja, das kennen wahrscheinlich die Leute, die auf meinem Kanal schon mal unterwegs waren. So, Hauptziel von dem Ganzen ist, ich möchte Level 70 werden. Komm, 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 nicht hängen. So. Unser Champion ist zu mächtig. Diese Bastarde hatten keine Chance. Das ist unmöglich. So. Next one. Wie, die helfen mir jetzt auch noch? Das ist ja witzig.
komm. Wir werden alle sterben. Das wird nichts. Och, das sehe ich anders, aber... Nein. Doch. So. Bin ja schon da, Kinas. Alles gut. So. Ein bisschen explodieren lasse. Dem heizen wir noch ein bisschen Ei, komm. Zack. So, that's it. Weiter geht's. Verlauf oder was? Stirb. Das kann ich nicht tun. Du könntest schon, aber du willst nicht. So, was haben wir hier noch? Oh, hier steht noch so Döktersche rum. Komm. Du holst die bloß alle wieder, das ist... Was soll das sein? Doch nix. Was soll das gewesen sein? Na da. Oh, jetzt wird's interessant. Ja, zack, gib ihm. So, Geheimwaffe. Und sterben bitte. So, einmal fett durchhämmern. Chaga. Schön war's. Heldin. Das kann ich nicht tun. Das werden wir sehen. Was gab das jetzt eigentlich? Vorhin haben wir doch was Nettes gefunden. Was war das denn? Eigentlich gar nicht so schlecht. Oh. Also die mit den Juwelen gesockelt läuft, würde ich sagen. Ja. Was bei den Höllen war das? Nichts, wovor ihr Angst. Wir haben die Feuerkatapulte können. Deswegen bin ich hier. Jo. Mal jetzt ein kleiner Schnelldurchlauf. Deswegen bitte mal. Ah, das ist sehr schön. So, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Hm? Ich kann die brennende Wehrwall ist zwar gesichert. Aber noch haben wir nicht gesiegt. Wir haben uns nur Zeit erkauft. Wir brauchen die Katapulte. Aber mit den Dämonen auf dem Wall ist es den Truppen nicht möglich, sie hochzuziehen. Dem werde ich Abhilfe leisten. Wir wissen doch beide, dass diese Schlacht nicht Nein, mit Katapulten... Nein, aber es ist ein Anfang. Die Dämonen werden vor uns...
So, ich muss das Ganze jetzt hier mal. So. So, das sieht soweit gut aus. Jetzt nehmen wir die. Jetzt haben wir zwei, das ist zumindest mal ein guter Anfang. Ich glaube, einer war doch noch in der Kiste, oder nicht? Und? Das ist nicht schlimm, dann nehmen wir vorübergehend so ein. Das Ding haben wir jetzt gerade geschenkt bekommen. Wir wollen damit so sein. So. Der war nix. Dann gleich wieder weg. Und los. So. Wenn ich gerade da bin, gleich mal Platz machen. So, Schaden ist jetzt mal ordentlich nach oben gegangen. Läuft soweit. Und ab geht's. Gucken wir gleich mal, wo der Fettsack unterwegs ist. Dann machen wir den gleich platt. Nein. Ich würde jetzt echt gern sagen, die Schadensberechnung kommt nicht hinterher, deswegen ruckelt's, aber dafür ist der Schaden einfach zu niedrig. Ach ja. Den Himmeln sei Dank, dass ihr hier seid. Bis auf vier Mann sind alle tot. Wir brauchen dringend Verstärkung. Das Problem ist, dass der Aufzug angehalten hat. Durch den ganzen Dreck da unten können wir nicht erkennen, was schiefgelaufen ist. Oh, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Gefreiter, wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Kämpft bis zum letzten Atemzug, Männer! Ja, es ist jetzt letzten Endes... Mir fehlt noch ein bisschen der Schaden. Muss ich leider Gottes feststellen. Bewegt sich wieder. Haltet aus, Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Nein. Lol. Macht euch bereit, Männer. Kurzer Prozess. Den ballern mal weg. Das kann ich nicht tun. Sieg! Aber sowas von... So. So Kisten kann man eigentlich immer mitnehmen. Guck mal einfach mal. Hier geht's nicht weiter. Gut. Eieiei. Wenn's explodiert, macht's Spaß. Oh, klasse. Gut, aber ich muss ja nicht auf die aufpassen. Lass sie mich nicht finden. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt, den Mut zu verlieren. Ich habe solche Angst. Wie sollen wir gegen diese Kreaturen kämpfen? Komm halt mit, du Weichei. So. Das kann ich nicht tun. Ich
bin optisch auch noch ein bisschen unzufrieden, da ich im Moment mit einem riesen Schwert rumrenne oder was auch immer. Das sieht halt auf dem Totenbeschwörer echt panne aus. Das ist unmöglich. Sie kommen zurück! Macht euch bereit! Das kann ich nicht tun. Nein. Es braucht noch etwas Zeit. Ja, ist ja gut. Halt die Back. Das kann ich nicht tun. Und diese Mauern sind durchbrochen. So, Lila ist schon mal witzig. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Weil das, oh, das ist auch nett. Das ist unmöglich. Nee, das ist nicht unmöglich. Das ist ohne Probleme machbar. So. Das ist unmöglich. Ihr müsst diejenige sein, die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben! Exzellent! Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Ihr wird's bald? So, hier macht mal schneller. Dauert ja ewig. Menschenskinder, ja. Oh, das ist noch nicht so auf. Weit.
Das ist unmöglich. So, auf geht's, zack ich. So, weiter geht's. Da vorne war irgendwas Lilanes. Ach, komm, Onkel. Du darfst jetzt sterben. In Glanz und Gloria. Aber sowas von. Das wird nichts. So. Es braucht ein wenig mehr, um mich aufzuhalten. Die Schlacht ist verloren. Es gibt keine Hoffnung. Ja, komm. Wenn du so Einstellung hast, bleib gleich liegen. Danke. So. Bevor wir den anquasseln, was haben wir Schönes gekriegt? Nix. Gut. Dann würde ich sagen, nächstes Katapult. Irgendwie müssen wir fertig werden. Die Plattform wird schneller aufsteigen, wenn wir keine Männer verlieren. Hab ja fast alles ready. Komm. So. Eins fehlt noch, sehe ich gerade. So nice gemacht. Unten sieht man noch im Hintergrund das Kampfgeschehen. Schön. Das wird nichts. Muss ich echt immer wieder sagen, wenn es um so Spiele geht, Blizzard hat es einfach irgendwie drauf. Sehr schön. Die Details. Sehr schön. Ich liebe es. So, nächstes Katapult. Boah, hängt jetzt wieder alles? Nett. Oh Mann. Tut mir sorry, aber ich kann es im Moment leider nicht ändern. Ich habe alles Mögliche versucht, aber... Ja. Nicht tun.
ist unmöglich. Unser verdienter Lohn. Das ist unmöglich. Solche Ungerechtigkeit, dass dieser Schlüssel den Vor... Seid ihr hier auf euch allein gestellt? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Großgosch, kann ich glaube aufs Maul haben? Ich hatte doch tatsächlich geglaubt, dass ihr gekommen wäret, um mir dabei zu helfen, dieses Katapult hochzuziehen. Mir war nicht klar, dass ihr hier seid, um euch die verdammte Landschaft anzusehen. Halt dein Maul. Meine Viecher machen das schon, du Horst. Das ist unmöglich. Oh ja, ganz genau. Beachtet mich einfach gar nicht. Ich versuche einfach, dieses verdammt große Katapult alleine zu bewegen. In Ordnung? Ja, genau. Als ob du was gemacht hast, du Arsch. Das ist unmöglich. Ich, hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Mhm. Ich erzähle ihm nur, was du gesagt hast, du Honk. So, ich bin ja auch voll die Mega-Petze. Interessiert mich ja so. So. Back again. So. Meine Erkenntnis wächst. Während ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen in die Tiefen eurer Bastion eindringen. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Schön für euch. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Überlass das mir. Wie immer. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, dann mach's selbst. So, im Prinzip habe ich jetzt wieder nur Schrott. Das heißt, alles weg. Nee, das ist alles nix. Das ist alles nix. So. Gut. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, die Folge ist jetzt dieses Mal vorbei, sonst wird sie zu lang. Das ist jetzt schon ziemlich lang mit den ganzen Videosequenzen etc. Also gut, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.